Hallo und herzlich willkommen zum Wochengruß 2221 vom 29. Mai. Zeit ist relativ und darum ist hier das Datum merkwürdig. Und ich stelle jetzt für diesen Wochengruß eine Uhr. Ich stelle mal auf 10 Minuten, oder? Ja. Oder weniger? 8. 9. Gut. Ich stelle mal auf 9 Minuten und wenn der piept, dann machen wir noch so lange wir machen. Das ist Daniel. Das ist Ralf. Der Mann von den Webinaren. Mhm. Und ich finde es ja immer schön, mit Assistenten vom Wochenende hier zu sitzen. Deswegen habe ich mir auch noch nachträglich zu dem Mal von Matthias, der hier mit seinem Superman-T-Shirt, habe ich heute auch mein Superman-T-Shirt angezogen. Ja. Ohne das alberne Logo. Ja. Also ich finde, das ist dezenter, wenn man das Superman blau macht ohne Logo. Wir hatten ein großartiges Wochenende. Richtig cool. Optimismus-Strategie war ja ganz wichtiger Teil. Und ich habe sie ja nochmal hingemalt, wie die funktioniert. Ja. Nach einem Tag fiel, glaube ich, dir, Daniel, auf, dass das A hier drin fehlt. Ich glaube, das war Dirk, aber es hätte mir auch auffallen können. Genau, das ist die Optimismusstrategie. Mhm. Und die kommt jetzt auch in den nächsten 3 Wochen im Newsletter, wo ich die so... Ich muss jetzt lachen, weil hier steht Caroline und die kommt jetzt nicht weg, weil sie die ganze Zeit doch irgendwie nett und wir miteinander reden. Du kannst auch die Kamera winken, Caroline. Ich darf dazu kommen. Hier ist nicht so wirklich mit Verstecken. Ich schaue auch gerne zu. Irgendwie ist in der letzten Zeit Optimismus nochmal sehr bei mir nach oben gerutscht als echt eine ganz wichtige Sache, die man machen muss. Ich habe in den letzten 2 Jahren wirklich an mir gearbeitet, noch optimistischer zu werden. Die Optimismusstrategie ist ja das erste Modeling, was ich gemacht habe. Mhm. Wir haben es geschafft, dass die Übung diesmal richtig ablief. Erstaunlich, oder? Genau. Das erste Mal seit 42.000 Jahren. Das liegt aber auch daran, dass diese Gruppe, die wir im Augenblick hier haben, die ist wirklich so sagenhaft. Ja. Das ist wirklich eine schöne Gruppe. Ich gebe dir mal ein Beispiel, wie Optimismusstrategie sein kann. Es gibt ja eine optimistische und eine pessimistische Denkweise. Und wenn einer kommt und sagt, ich bin so doof, kannst du jetzt natürlich sagen, stimmt. Das wäre dann eher die pessimistische Denkweise. Wenn du aber die Frage stellst, was genau ist denn passiert, dann wäre das mit einer Frage komplett umgedreht auf Zeit, Geltungsbereich und Personalisation die optimistische Denkweise. Und mir ist diesmal noch was klar geworden über die Optimismusstrategie. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, dass man die Optimismusstrategie faked, sondern kennst du die Geschichte von den beiden Wölfen? Diese Indianergeschichte, ich habe 2 Wölfe in mir, so quasi was Positives und was Negatives, die kämpfen miteinander und da fragt der andere, welcher Wolf gewinnt, der, den ich füttere. Und ich glaube, wenn man gerade im inneren Dialog die Sätze optimistisch formuliert, aus Disziplin, quasi als Technik, dann füttert man den optimistischen Wolf. Ist ein komisches Bild, der optimistische Wolf, oder? Absolut. Ich glaube aber, dass es auf einer höheren Chunk-Ebene ja um eigentlich auch das geht, worum es heute und gestern ging in dem ganzen Wochenende, nämlich um Ressourcen. Und für mich ist ja der Kern von jeglicher Ressourcenarbeit immer noch das Chunking. Und ich meine, diese eine Übung, die wir ja auch immer mit drin haben, die halt so großartig ist und aber eigentlich viel zu viel Zeit braucht, als dass man sie im Seminar schafft. Übung, wo ich dich neu kennengelernt habe jetzt gestern? Genau, diese 1000 Ressourcen. Ich habe von Daniel, den ich schon seit Jahren kenne, Jahrzehnten? Gefühlt. Genau. Es gibt eine Übung, die mache ich seit vielen, vielen Jahren, biete ich die im Training immer an und meine Innenwelt ist, die macht im Grunde sowieso keiner. Das ist die Übung, wo es darum geht, über Chunking 1000 Ressourcen aufzuschreiben. Und jetzt habe ich wirklich erfahren, dass, ich glaube, du bist der dritte Mensch, den ich jetzt kenne aus den Seminargruppen, der gesagt hat, ich habe diese Übung wirklich alleine mit mir. Du, glaube ich, sogar über Monate, oder? Ja, 3 Monate habe ich gemacht. 3 Monate. Damit bist du, glaube ich, Rekordhalter. Das kann sein. Also ich habe da wirklich so ein A4-Büchelein und das ist fast halb voll geschrieben. Das ist ein echt mächtiger Ressourcenanker für mich. Hast du durchnummeriert? Nee. Also, irgendwo muss es ja auch ein bisschen ökologisch sein vom Aufwand her. Aber ich glaube, Nicole meinte ja auch, dass sie diese Übungen ja auch
jetzt irgendwie in einer Gruppe irgendwie mal wieder anbieten will, so als Challenge, dass sie halt so mal eine regelmäßige Veranstaltung. Also ich weiß nicht, ich glaube auch, wenn Leute sich da jetzt melden würden bei ihr, die jetzt außerhalb. Könnte sein, dass das könnte sein. Ausbildungsteilnehmer sowieso und dieses, dieser Wochengruß geht ja ganz stark auch an die Ausbildungsteilnehmer. Ja, ja. Ich glaube, Nicole hatte ungefähr 2000 Ressourcen aufgeschrieben. Ja. Die hat es 21 Tage lang gemacht. Ja. Mit 3 Monaten bist du. Ja. Ich habe es für mich, ich habe mit einem Mal angefangen. Und habe das nach dem einen Mal so einen geilen State dann morgens gehabt, dass ich für mich entschieden habe, ich mache es vielleicht mal eine Woche und aus der Woche wurde ein Monat und aus den Monaten wurden 3 Monate. Und es hat sich so generalisiert, dass ich irgendwann mit einem Blick durchs Leben gelaufen bin, wo ich dachte irgendwie, hey, selbst ein Stuhl ist eine Ressource, selbst irgendwie ein Auto, was irgendwie hupt auf der Straße, ist eine Ressource. Also irgendwie alles war eine Ressource und plötzlich habe ich mit anderen Menschen anders interagiert und ja. Ich kann ja mal für die Ausbildungsteilnehmer zur Erinnerung und für die anderen Zuschauer zur Anregung, ich habe das sogar hier, die Definition, was eine Ressource ist. Eine Ressource ist halt das, was einen erwünschten Unterschied macht. Ja. Das heißt, wir haben Punkt A, Punkt B, die Ressource macht den erwünschten Unterschied. Und nachdem im Grunde alles, wie du sagst, einen erwünschten Unterschied machen kann, wenn ich es entsprechend betrachte, frame und nutze, dann kann halt auch ein hupendes Auto in meiner Welt einen erwünschten Unterschied machen. Ja. Kann alles einen Unterschied machen. Richtig. Und dann mache ich mal als Beispiel. Wenn du halt auf einer hohen Chunk-Ebene sagst, ich lese gerne, es ist eine Ressource. Wenn du an ein Bücherregal gehst und jedes Buch einzeln anguckst, was hat das in meinem Leben geändert, sind es 1000 Ressourcen. Wenn du in jedes Buch reinguckst und 10 Stellen findest, sind es 10.000 Ressourcen. Es geht im Grunde sehr einfach, wenn man sich klar macht, was ändert das? Ja. Aber ich glaube, was es wirklich ändert, ist, wie du selber schon sagst, eine gewisse Routine, eine gewisse Disziplin, ein gewisser Automatismus, der, wenn man es lange genug regelmäßig macht, irgendwann die Metaprogramme ins Positive, ins Optimistische automatisch steuert. Und das finde ich so faszinierend. So mit so einer handlungstypischen Kraft sein Gehirn in eine bestimmte Denkrichtung zu lenken. Dagmar hat gesagt, drängt. Ja. Das fand ich auch schön Worte. In Ihrem Podcast. Das Gehirn in eine bestimmte Richtung drängt. Ja. Wir sind beide Dagmar-Ling-Fans. Ja. Aber wo du gerade auch meintest, hier die Ressource ist das, was den gewünschten Unterschied macht. Da war zum Beispiel gestern ja auch ein großer spannender Aspekt, den du aufgedeckt hast, dass wenn man das jetzt auf den Coaching-Rahmen bezieht, dass es ja ganz oft auch so ist, dass du entweder am Punkt A oder am Punkt B oder bei der Ressource irgendwie eine Löschung beim Coaching hast. Genau, also, dass von diesen 3 Elementen bei den meisten Leuten nur 2 da sind. Richtig, also dass du halt entweder weißt, was du willst und weißt, wo du gerade stehst, aber keine Ahnung hast, wo du hinkommst. Oder dass du halt irgendwie weißt schon, was du für eine Ressource hast und auch irgendwie, was du willst, aber eigentlich gar kein Bewusstsein dafür hast, wo fange ich überhaupt jetzt an. Und also wenn man lange genug irgendwie hier in den Ausbildungen ist und Modeling macht, dann bekommt man ja irgendwann auch so einen Querblick über diese ganzen Modelle. Und diese Geschichte hatte mich dann auch so ein bisschen an diesen Monomythos erinnert. Ah, jetzt kommt nämlich die Stelle, weswegen Daniel hier überhaupt sitzt. Ja, das war nämlich... Er hatte nämlich dieses Wochenende eine Erkenntnis, die fand ich so brillant, dass ich gesagt habe, ich kann sie jetzt stellvertretend zitieren, aber eigentlich wäre es gut, wenn der Begründer der Erkenntnis sie persönlich präsentiert. Danke. Also da ist mir halt aufgefallen, okay, wenn es halt im Coaching irgendwie immer einen Punkt gibt, wo er stecken bleibt, dann könnte man ja möglicherweise diese 3 fehlenden Punkte auch Punkten auf der Heldenreise zu ordnen. Also wir hatten ja auch letztens in der Coaching-Ausbildung, wo wir Monomythos fürs Coaching besprochen hatten, die Idee, manch einer, der steckt halt irgendwie so im Ruf des Abenteuers fest und will den irgendwie nicht wahrhaben. Und der hat dann halt eben diesen Punkt A nicht so richtig auf dem Schirm und denkt sich, ne, eigentlich ist doch alles okay und hat gar kein Bewusstsein dafür, was könnte ich denn jetzt eigentlich besser machen? Was brauche ich denn jetzt eigentlich? Wo zwickt und zwackt das denn eigentlich? Ja, und der braucht halt einen Herold. Wir haben gesagt, wir ignorieren es, ne? Genau. Ich mache nochmal auf 9 Minuten, wenn er wieder piepst in 18. Wieder der zweite Punkt, wo schaust du jetzt? Okay, den Herold. Den Herold. Ja. Der mittlere Punkt wäre meiner Meinung nach der Punkt,
der quasi auf dem Weg zur Transformation sich befindet. Das heißt, einer, der halt irgendwie weiß, wo er ist und wo er hin will. Und das ist, der keine Ahnung hat, wie er da hinkommt. Also was ist die Ressource, die mir fehlt? Ja, der braucht halt einen Mentor, der ihm diese Ressource bewusst macht und die Ressource in ihm aktiviert. Ja. Und halt der Zielpunkt, der Punkt B, wenn der halt fehlt, dann braucht der Coachee halt irgendeine Motivation, der braucht irgendein Ziel, eine emotionale Belohnung. Und meiner Meinung nach ist das in der Heldenreise der Punkt, der der Prinzessin entspricht. Ich finde das brillant, zu sagen, Herold, Mentor, Prinzessin. Mhm. Und heute kam noch obendrauf, als Kooperation von uns beiden, wir haben WOOP gemacht, ein Modell von Gabriele Oettinger, Wish, Outcome, Obstacle, Plan, die hat herausgefunden, Schülerin von Martin Seligman, wenn ich mir auf den Weg zum Ziel Schwierigkeiten vorstelle und wie ich sie bewältige, habe ich eine höhere Motivation, als wenn ich mir einen leichten Weg vorstelle. Und dann kam mir, wenn ich das kombiniere, dann wartet hier die Prinzessin auf mich. Mhm. Aber sie macht es mir nicht leicht. Ja, wie es halt oft so ist im Leben. Genau, die macht es mir ein bisschen schwierig. Mhm. Die will gewonnen werden. Mhm. Und ja, wir lassen die Metapher jetzt weg, die wir da gesagt haben, weil das ist, geht weil ja über YouTube in waren. Die Welt. Mhm. Aber so der Gedanke, mein Ziel ist die Prinzessin, oder wenn du mehr drauf stehst, halt auch der Prinz, mein Ziel ist die Prinzessin, und die macht es mir halt nicht leicht. Und die will gewonnen werden. Und da gibt es Schwierigkeiten. Da gibt es einen Drachen unterwegs und eine hohe Burgmauer und sowas. Und das war schon ein schönes Bild. Ja. Muss man einfach mal sagen. Ja. Cool. Ich habe noch einen Pflichtteil. Der kommt jetzt, Wochenrück- und Vorblick. Letzte Woche. Am Dienstag kam der Podcast 22 von mir, glaube ich. Der war ein bisschen eigenartig. Ich wollte Zuhörerfragen beantworten, hatte mir eine Liste von 10 Fragen zurechtgelegt, hatte schon überlegt, oh, pro Frage 3 Minuten, gibt 30 Minuten Podcast. Ich habe es in 45 Minuten geschafft, die Antwort zu der ersten Frage einzuleiten. Kam vom Hölzchen aufs Stöckchen, landete bei Beethoven, Mozart, Spiral Dynamics, NLP, Sigmund Freud und war dann fertig. Ich glaube, es ist der Podcast mit dem unterschiedlichsten Feedback überhaupt. Es gab einige, die gesagt haben, bester Podcast aller Zeiten, Ralf im Gedankenstrom und andere meinten, bitte nicht nochmal, das ist ja ein einziges Kuddelmuddel. Am besten ist, du hörst es dir an und sagst, wie es dir gefallen hat. Dann war Donnerstag mein Studio Jablonski-Seminar. Ich bin ziemlich stolz auf das. Ich fand, es war eine saugute Stimmung und ich fand es Inhalt, das hatte mal einen roten Faden sogar, warum wir andere Leute brauchen, obwohl sie manchmal nerven. Ein Seminar aus der Optimismus- Reihe, da mache ich das Folgeseminar, das ist das Schwesterseminar diesen Donnerstag, da geht es darum, wie man andere Leute überzeugt. Cialdini, kennst du? Robert Cialdini, kannst du es überzeugen? Ja, so ein bisschen. Auf NLP übersetzt, ein bisschen mit Rolf Dobelli kombiniert, sowas in der Richtung. Was ich übermorgen einen Podcast mache, weiß ich noch gar nicht, da habe ich 2 Gedanken, ich werde den morgen aufnehmen. Wahrscheinlich geht es übers Lernen und übers Lernen, Schule, weil das Thema ist jetzt auch hier in den Pausen wieder so hochgekommen. Ich meine, wir machen hier nicht NLP-Unterricht, das ist NLP-Seminar, aber es ist natürlich auch eine Situation, die kann daran erinnern, warum kommen ganz oft Leute und sagen, boah, das ist so anders als Schule und ich glaube echt, die meisten haben Schultrauma, darum werde ich darüber was machen. Dann war ein Newsletter, habe ich schon gesagt, da fing es an mit Optimismus, nächste Woche geht es da weiter, fehlt noch was? Erlebniswochenende. Ja. Das finde ich nach wie vor phänomenal. Also ich schwanke immer noch zwischen denen, die sagen, Ralf, bitte erzähl nicht wieder vom Erlebniswochenende, weil du erzählst davon jeden Tag. Und andere, die sagen, welches Erlebnis? Hatten wir jetzt wieder eigentlich im Seminar? Ja. Welches Erlebniswochenende? Mhm. Wo ich denke, ich sage es doch inzwischen jedem, aber es gibt immer noch Menschen, die wissen es nicht, dass am 2. und 3. Juli ein Erlebniswochenende ist, wo unter anderem Daniel auch mit dabei ist. Ja. Und es gibt ja so viele Leute, die man so in der Corona-Zeit auf Zoom kennengelernt hat. Was wo ich es echt auch mal spannend fand. Was ist Corona? Corona? Das ist, glaube ich, so der Ring um die Sonne drumherum. So. Der heißt, glaube ich, so. Das Wort hatten wir früher mal, aber das ist lange her. Und manche Leute sagen das auch zu Bier. Ah, gut. Wir feiern einfach. Ja. Ne? Und sehen die ganzen Leute mal in echt, die man zwischendurch aus welchen Gründen auch immer auf Zoom gesehen hat. So kleine Briefmarkenbildchen. Genau. So, ich glaube, wir hören langsam auf. Das war der Wochengruß 2221 aus der Jablonski-Straße. Nächste Woche muss ich mal was Besonderes überlegen. Dann kommt der Wochengruß 2222. 2222, genau. Der kommt dann. Vielleicht wieder mit dir. Ach nee, du bist ja nicht da. Da kommt dann vielleicht Matthias wieder oder irgendjemand sonst. Ach, Superman. Es ist
So schön, ich habe mein Schlussbild wieder da. Das sieht so aus. Ich halte jetzt einfach so den Schlusstitel, weil ich finde es albern wieder in die Kamera. Aber einer von uns beiden muss jetzt zur Kamera laufen und die Kamera ausmachen. Wollen wir es beide machen? Das geht nicht anders. Aber dann ist ja hier komplett die Blumen alleine. Machen wir das? Yeah. Dass wir es beide gemeinsam machen? Juhu, tschüss.